So, guten Morgen, meine lieben Freunde. Hello, Arnie. Hi. Wir gehen zum Andi-Chin-Test mit dem Taxi. Alright, alright, alright. Hier ist das Taxi, damit wir morgen fliegen können. Und ich habe heute den Kurs angeschaut vom Euro. Der ist ganz, ganz schlecht. Ja, der ist also nur noch bei 57 im Moment. Wahnsinn. Und der Dollar dagegen, der ist bei 50 und Dollar-Euro ist nur bei 1,14 Dollar. Ja, das ist also wirklich ganz schlecht. Egal, wir sind hier im Taxi auf dem Weg zum Flughafen. Bald sind die Wahlen und da kommt die Vizepräsidentin, die gewählt werden will, und deswegen ist hier ein bisschen Rambazamba. Flughafen angekommen, das war unser Taxi. Und jetzt geht es hier zum Antigen-Test. Schauen wir mal hier die Parkanlage an. Das ist das neue Terminal 2. Ah, there we walked at the other time. Ne? So. Vorne geht es dann irgendwo rein. Irgendwo hier vorne, wo man rein muss. So, hier geht's rein. Hier brauchen wir wieder ein Face Shield. Hi. Ja. Mit dem Antigen. So, das ist also der Wahnsinn. Hier muss man. So, jetzt gehe ich hier erstmal auf Klo. Hier muss man also ein dreiseitiges Formular ausfüllen. Hier mit allen möglichen Daten. Und ich habe ja das Gefühl, die wollen die Leute ein bisschen ärgern, damit man ja diese Impfung macht, aber ich mache die Impfung trotzdem nicht. Und es ist ja schon fast ein Witz. Ich denke, die nehmen diese ganzen Daten und verkaufen die dann mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer, alte Adresse, neue Adresse, Passnummer, Heimtelefon, normale Telefonnummer und ob man geschieden ist oder verheiratet und alle diese Daten, ja, das ist fast schon wie ein Hauskauf oder irgendwas, was man da macht. Und da frage ich mich, wo gibt es denn Datenschutzgesetze und das Ganze, ne? Das wird dann verkauft und da kriegst du dann E-Mails mit Werbung und Telefonanrufe und was weiß ich alles. Ne? Diese ganzen Daten, das ist ein Riesenbusiness. Ja? Jede Adresse von diesen Adressen ist bestimmt 20, 30 Euro wert. Ja? Und das wird dann an internationale Organisationen verkauft. Das ist meine Meinung. Und insofern ist das eine Riesenschweinerei. Ansonsten ist die Toilette hier Hightech. Schauen wir mal. Alles ohne Berührung. Automatischer Seifenspender, automatischer Wasserhahn, automatische Händetrockner. Ja, ganz, ganz neu hier, Spezialtoilette hier mit Ding. Ja. Oh, Wahnsinn. So, im Endeffekt war der Antigen-Test an sich selbst dann, der dauert nur noch ein paar Sekunden. Wattestäbchen in die Nase. Und das Resultat kommt dann per E-Mail und das muss man dann vorzeigen. Ja, muss man also gar nicht mehr warten und gar nichts. Wenn natürlich ein Resultat positiv ist, da weiß ich auch nicht, was passiert. Ja, wir hoffen natürlich, dass negativ jetzt dann ausfällt. Ja, das war's schon. Da drin ist es endlos kalt und hier draußen ist es endlos warm. Und da müsst ihr natürlich dran gewöhnt sein an diese Temperaturschwankungen, weil sonst kriegt man hier einen Kreislaufkollaps hier bei schwüler Hitze und Kühlschrankkälte innen drin. Wahnsinn. Die Gepäckaufbewahrung ist nicht aktiv.
So, wo gehen wir denn? Hier sind wir wieder, wo wir ja schon waren. Wo ist denn die Arnie? Ah, Arnie, will you go up there? Mal lustiger Mülleimer. Recyclable, non-recyclable. Hier Schwenk im Flughafen. Von hier nehmen wir dann den Multicup zurück. Wir sind ja mit Taxi gekommen. Taxi hat von Newtown zum Flughafen 200 Pesos gekostet. Jetzt sehen wir hier den Wechselkurs. Da müsst man ja sehen, dass der Euro ganz schlecht ist im Moment. Euro 53, daher gibt es nur 53 für den Euro. Seht ihr bei Transferwise 57 nochmal was, also aktueller Kurs. Wie der momentan, wenn man über das Internet fragt, auch ist. Hier kleine Weihnachtsdekoration, jetzt muss ich erstmal auf die Arnie warten. Schaut, viele Flüge sind es ja nicht. Gut, es schaltet dann um auf andere. Er ist also sehr ruhig hier im Flughafen. Da sind noch ein paar. Ja, also. Unser Gepäck wiegen. Ja, toll, Gepäckwaage. Und das ist hier ein bisschen für Weihnachten geschmückt. Da unten haben sie einen schönen Weihnachtsbaum, schaut. Auch nächstes Jahr wieder kein Sinolog sein. Das ist ja das größte Fest in Südafrika. So, schaut. Werbung, mein Gott. Hier das Hotel. In so einer Büchse hier, da geht es wirklich eng zu. Ja. Da hat man also wenig Platz. Ja, da muss man wirklich gelenkig sein. Ich bin es gar nicht mehr. Das Schöne hier ist, kann man ausfilmen. Das sieht man zwar jetzt nicht viel, aber hier am Flughafen. Cargo Flughafen. So, das ist also die Hauptstraße hier zum Flughafen. Die haben wir, glaube ich, so noch gar nicht gefilmt. Ja, das ist also hier nicht sehr dicht befahren. Das ist hier, die Straße geht eigentlich nur zum Flughafen. So, hier nochmal, weiß ich, ob die schon weg sind jetzt mit den Walen. Ja? Da wollte ich ja eh schon mal herkommen. Da sind wir schon mal mit dem Motorrad falsch gefahren hier. Schaut, das ist nochmal die Straße hier zum Flughafen. Und hier bin ich mal abgebogen. Da hat mich der Verkehrspolizist angehalten, weil das ist hier Einbahnstraße. Hier verschiedene Cafés, 7-Eleven. Also Apotheken gibt es hier ohne Ende. Da brauchst du jetzt nie Sorgen machen. Ein schnuckliges kleines Einkaufszentrum. Arnie! Can you invite me for something to eat, because we did not have a breakfast? So, die Arnie sucht jetzt für uns was zum Frühstücken. Look, there is your Dunkin' Donuts. It's nice, this place, Arnie. Yeah? Mm, look, they have a lot of things. Hier Spezialitäten, seht ihr? Let's walk first and look, Miss Babe. This is a supermarket here? Yeah, see. Ja, großer. What mall is this, Babe? Marina Mall. Really? Oh. It's big, huh? Also Marina Mall. Und ihr seht, die haben hier auch so kleine Verkaufslädchen. What is that? Al Liguiera.
Optiker. Ich brauche einen Zahnarzt, ich muss mir einen Zahn ziehen lassen. You think they will also take out my tooth here? Yes, but it's still taken. What is here? Ah, let's go up here to look. Here I made my antigen. Ah, hier hat die Arnie ihren letzten Antigen-Test gemacht. Huh? Let's make another antigen for security. When this one will not work, we have a backup. Yeah. Well, also, da gibt es auch Antigen-Test. Boah, da gibt es eine Zahnklinik. Müsste mir ja wirklich diesen Zahn ziehen lassen. Ich habe nämlich eine Entzündung. Schaut hier von oben. Schön. Arnie, what is the news about your state? Huh? Say, tell me what you told me. Huh? Are you hungry? Yeah. Good. The news now is I'm hungry. Yeah, good. Nice shop. Also hier, das ist so zum schön gemacht, ne, mit so vielen kleinen Lädchen. Ja, gut, dass wir hier jetzt mal angehalten haben. Dann können wir das auch mal sehen. Ah, der wird auch gerade aufgemacht. Also Bayern, ja, wir sind wieder im Multicup und es geht zurück Richtung Newtown. Hier, schaut mal, das ist da echt eng. Ja, wenig Platz hier drin. Blick auf die Hauptstraße. Ja, ne? Wo es praktisch links zum Flughafen abgeht. So, wir sind gleich wieder zurück. Wenig Verkehr im Moment. Und wir haben doch nicht gefrühstückt, war doch nicht gut, aber. Wir frühstücken zu Hause, da gibt es noch selbstgebackenes Brot. So, schöner Chip, ne? Wir sind gleich zurück. So, wir sind zurück. Letzte Mal hier rum in Newtown. Morgen geht's. Wir stehen um 5.30 Uhr auf. Und dann geht es ganz früh los. Da hinten, das ist das Restaurant, wo wir letztens gegessen haben, da drin. Ja, unser letzter Tag hier in Newtown. Oh. 11 Monate gehen zu Ende hier. War alles in allem gesehen eine gute Zeit, war sehr ruhig. Und ja, jetzt ist glaube ich gut, wenn wir wegziehen. Bin ja gespannt, was dann auf uns zukommt. Morgen kommt dann wie viele Tage bis zum Weihnachten. Ja, im Moment noch nichts drin. Schaut mal, bei mir ist hier alles geschwollen. Ich habe innen eine sehr starke Entzündung. Mit diesem Zahn habe ich schon ewig Probleme. Und bevor der gezogen werden kann, dann muss natürlich die Schwellung weggehen. Und jetzt habe ich mir hier meine Medizin geholt. Das müsste genug sein, ja, das ist ein relativ großes, aber das sind junge Blätter und die werde ich einnehmen, also essen. Gegen die Entzündung, den Papaya ist das stärkste Antibiotika, das es gibt, also das mir im Moment bekannt ist. Oh, unser Gentest ist hier, meiner auch, negativ, also jetzt können wir reisen, ja, der ist also per E-Mail gekommen. Oh, thanks God. We can travel! Mit dem Fliegen, ob der Antigen-Test auch negativ ausfällt. Und dann geht das Leben weiter in Butuan. Morgen sehen wir uns wieder. In alter Frische, hoffe ich. Tschüss!